Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu Türchen Nummer, ich muss hier echt auf meinen Spickzettel gucken, weil ich drehe ja die Videos jetzt gerade alle hintereinander und vergesse immer, welchen Tag wir heute haben. Heute müsste der 11. Dezember sein und somit wird das 11. Türchen geöffnet. Ja, ich habe jetzt gestern schon Tassen verschenkt, ich habe vorgestern Tassen verschenkt und auch heute gibt es Tassen, allerdings ganz besondere. Ich fange aber erstmal mit dem anderen Teil an, also es gibt heute zwei Gewinne, denn wenn, dann werde ich zwei, ah nee, Quatsch. Wie mache ich das denn? Nee, ich mache vier Gewinne draus. Ich könnte ja jetzt jeweils jedem zwei Sachen schicken, aber habe mir spontan überlegt, nö, machen wir vier raus. Und zwar, es gibt zweimal diese Bücher vom DTV-Verlag. Das sind Notizbücher, die sind innen einfach so, da ist nichts, also blanko. Da sind keine Linien drin, nicht, ist nicht kariert und gar nichts. Dann ist hier noch so ein, mal als Lesezeichen benutzen, ne? so ein Ding da so drin. Davon habe ich zwei Stück, die könnt ihr gewinnen. Und dann habe ich, ja, jetzt kommt wieder dieses schwierige Wort, was ich nicht aussprechen kann. Wenn man zu Starbucks geht und sich da so einen Kaffee kauft, dann sind die doch immer in so einem Becher, wo so ein Deckel drauf ist und dann ist da so ein kleines Löchlein drin. Und die heißen irgendwie Coffee Mug. Kann es mal jemand schreiben, wie man es ausspricht? Ich kann es nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann es jetzt auch einfach zeigen, denn es gibt vom DTV-Verlag auch so etwas. Das sieht so aus, von hinten. Und von vorne steht da drauf DTV, große Autoren in allen Formaten. So sehen die aus. Das ist der Deckel, den man natürlich abmachen kann. Und der Clou an diesem ist, an diesem ganzen ist, ich weiß nicht, habe ich jetzt irgendwas, ich habe jetzt gerade, doch, ich habe was hier. Also so sieht der aus. Und wenn bei Starbucks alles aus Kunststoff ist, ist das hier richtig, kann man nicht hören, ne? Doch, Porzellan, nicht, dass ich es noch kaputt mache. Ja, also dieser Becher ist richtig schwer, eben wie eine Tasse, weil er aus Porzellan ist. Und somit natürlich auch super in die Spülmaschine kann und den könnt ihr dann mehr als einmal benutzen. Und finde ich ganz toll. Von hier aus einen herzlichen Dank an den DTV-Verlag, dass sie mir das zur Verfügung gestellt haben. Und davon gibt es auch zwei Stück. Die kommen dann in diesen Verpackungen bei euch an. Und das finde ich ganz witzig, dass da steht, während sie warten. Ja, man wartet ja doch öfter mal. Vielleicht auf das Ende des Buches, wenn ihr gerade ein Buch lest oder so, könnt ihr da schön so einen Kaffee dazu trinken. Und diese vier Gewinne gibt es heute. Ihr müsst mir natürlich wieder eine Frage beantworten. Und zwar möchte ich heute von euch wissen, wie ist euer oder wie heißt euer Lieblingsweihnachtsbuch? Mein Lieblingsweihnachtsbuch schon seit zwei, drei Jahren ist der Weihnachtspullover von Glenn Beck. Wer das noch nicht kennt, sollte es lesen. Ich habe so ganz schrecklich, fürchterlich geweint bei dem Buch und es ist trotzdem wunderschön. Und ja, es gibt noch andere Weihnachtsbücher, die ich auch toll finde, aber das ist so mein absolutes Highlight. Wie ist euers? Teilt mir das mit und ich sage bis morgen. Tschüss! Thank you.